diesen Ort genießt ganz Österreich. Denn fast jeder hat sich schon mal ein Stück davon auf der Zunge zergehen lassen. Die Rede ist von der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen. Hier wird nämlich in der Ortschaft Ottenhausen, in der 1971 errichteten Berglandmolkerei, der laut Umfragen beliebteste Käse des Landes hergestellt, der Bergbaron. Wir sind stolz, den beliebtesten Käse Österreichs zu produzieren und zum anderen die größte Käserei Österreichs zu sein. Aus Feldkirchen kommt allerdings nicht nur der vielfach mit dem Käsekaiser ausgezeichnete Bergbaron. Auch Gouda, Traungold und Leichtkäsesorten werden hier von den etwa 65 Mitarbeitern hergestellt. Aber nicht nur Käse aus Feldkirchen ist eine Gaumenfreude. Denn Genuss, das ist auch hier im Gasthaus Maria vom Guten Rat in Gsteig das Thema schlechthin. Schließlich hat der Lokalinhaber und Chefkoch Jürgen Hammerdinger im Frühjahr 2009 den sogenannten Gastronomie-Oscar gewonnen, die Trophäe Gourmet à la carte. Das Besondere an dieser Trophäe ist, man kann nur einmal im Leben nominiert werden. Ich bin stolz darauf, mit der Trophäe Gourmet in der Sparte österreichische Küche für mein Lebenswerk ausgezeichnet worden zu sein. Eine Fachjury bestehend aus Wirtschaftsexperten, Politikern und Feinschmeckern würdigte die Kochleistung mit der Trophäe in der Kategorie österreichische Küche und damit indirekt auch die Region in und um Feldkirchen, aus der die Zutaten kommen. Die älteste Kegelbahn im Bezirk Braunau findet man im Gasthaus Schmitzberger in Wiesing. Hier benötigt man aber schon eine Portion Glück, um auf der 124 Jahre alten Bahn alle Neune abzuräumen. Treffsicherheit ist übrigens auch hier gefragt, sowohl auf dem Fußballplatz als auch auf der Stockschützenbahn im neuen Sportzentrum. Auf das Sportzentrum bin ich sicherlich sehr stolz, weil es für so eine Gemeinde nicht selbstverständlich ist in der Größenordnung, dass man sowas kriegt. Aber wir haben zusammengeholfen, der Sportverein und die Gemeinde, das Land, der Fußballverband. Durch das haben wir das geschafft und da freue ich mich richtig, dass das so geworden ist und dass auch von Sportvereinen so genützt wird. Geschafft haben die Feldkirchner dieses Projekt genau auf die Art und Weise, wie vieles in Feldkirchen gemacht wird. Zusammenkommen, planen, anpacken, umsetzen. Durch die viele Eigenleistung vom Sportverein, durch die vielen freiwilligen Standen, was der Sportverein geleistet hat, haben wir das gemeinsam geschafft. Gemeinschaft kann Berge versetzen oder eben große Träume Realität werden lassen. Wenn ich da vorbeifahre, da schaue ich ganz gern zu und fühle mich eigentlich richtig wohl. Wenn ich da die Jugendlichen trainieren sehe, denke ich mir, was haben wir für super Jugend in Feldkirchen. Die ist gut beschäftigt, da haben wir das Richtige für unsere Jugend gemacht. Gemeinsam angepackt wurde aber nicht nur beim Bau der Sportanlage, sondern auch beim 2004 eingeweihten Feuerwehrzeughaus, in dem auch die Musikkapelle ihren Proberaum hat. Das Vereinsleben in Feldkirchen hat einen starken Stellenwert. Sie sind engagiert, sind überall mit dabei, helfen zusammen. Und ich glaube, das ist für die Gemeinde das Wichtigste, dass die Leute zusammenhelfen. Dann bringt man auch was weiter in der Gemeinde und das will ich auch so und das gefällt mir. In den Genuss eines eindrucksvollen Panoramablickes in die Alpen kommt man im Feldkirchner Gemeindegebiet speziell in den Orten Jetzing und Vormoos. Apropos Panorama, wenn man von Gsteig aus auf den Ort Feldkirchen blickt, ist auch nicht schwer zu erraten, woher der Name der Gemeinde kommt. Unser Name von unserer Gemeinde kommt von Kirche im freien Feld und sie ist weithin sichtbar. Das ist sicher auch ein Hinweis darauf, dass schon früh eine Kirche in der 1025 urkundlich erstmals erwähnten Gemeinde gestanden haben muss. Die rund 2000 Einwohner haben aber nicht nur die Pfarrkirche zum heiligen Andreas im Ortskern, sondern noch drei weitere Filialkirchen in den Ortschaften Aschau, Gsteig und Vormoos. Als besonderes Schmuckstück gilt die Wallfahrtskirche Mutter Gottes vom Guten Rat, die 1180 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Hochaltar mit dem Gnadenbild und dem Kreuzweg prägt das Kircheninnere. In der vor etwa 900 Jahren erstmals erwähnten Filialkirche zum heiligen Bartholomäus in Aschau sind besonders die Fresken und der Stuck von Johann Michael Vierthaler sehenswert. Das Besondere ist, dass der Stuck noch nie restauriert worden ist. Also der ist nur im Originalzustand seit dieser Zeit. Von 1999 bis 2002 wurde die Filialkirche zum heiligen Stephan in Vormoos für etwa 1 Million Euro generalsaniert. Unter anderem auch die 1662 erbaute Orgel, die in den Originalzustand versetzt wurde und heute einen unschätzbaren Wert darstellt. Vieles, was die Lebensqualität der Gemeindebürger erhöht, geschah in den letzten Jahren aber auch im Untergrund. Wir konnten die 39 Ortschaften, die wir haben, mit Kanal, Wasser und Straßennetz zu 90% ausbauen. Zusätzlich versorgen wir 4 Nachbarsgemeinden mit Ortswasser, wo die Zentrale in Feldkirchen liegt. Und wir haben alle öffentlichen Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen. Ausgebaut soll auch das Angebot an Nahversorgern werden.
Dazu stehen im Gewerbegebiet Ottenhausen, das zur Inkoba Oberes Innviertel zählt, etwa 40.000 Quadratmeter Betriebsbaugebiet zur Verfügung. Aus der Kirche im freien Feld ist also ein lebendiger Ort geworden. Ein idealer Platz zum Leben, Sport treiben, Natur bestaunen oder einfach nur zum Genießen.